ist ja eine ganz komische Geschichte hier in diesem Heft. Da hielten Glatzköpfe ja abends spazieren im Tiergarten und da trifft er einen hübschen Jungen. Und der hakt sich auch gleich bei ihm runter. Ja, wie so eine Stunde Lustwandeln, da hat der Glatzköpf hier den Wunsch, irgendwie ganz lieb zu sein zu dem Jungen. Und er ist verheiratet. Und er hat das schon manchmal gemerkt, aber jetzt muss es sein, weil das ist so wunderschön oder so. Du bist mein Sonnenschein, sagt er. Und du bist mein Jolt. Und der ist so sanft und dass es so was gibt. Und da sagt der Junge zu ihm, weißt du, ziehen wir ein kleines Hotel und gibst du mir 5 Mark oder schenkst mir 10 Mark, denn ich bin ganz abgebrannt. Und da sagt der Alte, für dich alles meine Sonne. Und schenkt ihm seine ganze Brieftasche. Aber in dem Hotelzimmer, da in den Türen, da sind Gucklöcher drin. Naja, der Wirt sieht was und der ruft die Wirtin. Und die Wirtin sieht auch was. Und nachher sagen sie, sie würden sowas nicht dulden in ihrem Hotel. Was sie da eben gesehen haben. Er sollte sich schämen, Jungen zu verführen. Und sie würden ihn anzeigen. Ja, dann kommt der Hausdiener und ein Stubenmädchen kommen, die stehen da alle rum und grinsen. Und am nächsten Tag, da ruft sich der Glatzköpf jetzt mit Kohlen Asbach und tritt eine Geschäftsreise an nach Helgoland, weil er sich da betrinken will und dann ersäufen oder so. Ja, der fährt auch mit dem Schiff und er besäuft sich auch, aber er umbringt tut er sich dann doch nicht. Und da muss eines Tages, wie er in Kuh gefahren ist, seine Frau eine Vorladung für ihn unterschreiben. Naja, und das macht sie auch, aber sie kriegt da auch hin und da steht das nun alle drin. Das mit den Gucklöchern, mit der Brieftasche und mit dem lieben Jungen. Und wie der Glatzköpf hier zurückkommt aus der Erholung, da heulen die alle um ihn rum. Seine Frau und seine beiden großen Töchter, die er hat, und dann liest er selber die Vorladung. Der Herr Richter, was hab ich denn gemacht? Ich bin auf mein Zimmer gegangen und hab mal eingeschlossen. Was kann ich dafür, wenn die Gucklöcher machen? Was Strafbares ist nicht passiert. Und der Junge bestätigte das auch. Also was hab ich denn gemacht? Der Glatzkopf im Pelz weint. Hab ich gestohlen? Hab ich einen Einbruch begangen? Bin doch bloß in das Herz eines lieben Menschen eingebrochen. Und hab gesagt, du bist mein Sonnenschein. Und das war er auch.